Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Kirby und der Regenbogenpinsel, Part Nummer 14. Ja, im letzten Part haben wir das orangene Waldland komplettiert, mehr oder minder, und haben da auch jetzt zum zweiten Mal den Roto-Raudi besiegt. Und weiter geht's im roten Vulkan, wo es wohl heiß hergeht, denke ich mal. Bei den brennenden Geheimnissen. Ja, und solltet ihr wieder draußen einen Presslufthammer hören? Das ist natürlich immer noch die Baustelle. Nach so vielen Wochen ist sie immer noch da, ja, leider. Aber davon lassen wir uns mal nicht stören. Oder gesagt, ich nicht, weil hier habe ich schon festgestellt, dass ihr das nicht so laut hört wie ich. Ich muss aber persönlich sagen, hier, wenn ich mir das gerade so angucke. Oh, da war sogar was versteckt, alles klar. Ein schönes Stern. Ein schönes Herzchen wird man sogar belohnt, gell? Der Hintergrund sieht gut aus, das wollte ich sagen. Das ist auch eine schöne Kirby-Musik wieder, gell? Aber ich vergesse natürlich jedes Mal, wie die Namen sind von den Musikstücken. Na komm, ich sammle doch mal die Sterne hier ein. Oh, nicht in die Lava fallen. Ich weiß übrigens nicht, ob die Lava einen One-Hittet. Also, dass man da vielleicht einmal reingehen kann, dann war's das. Oder ob man da halt jetzt... Ja. Ob man da mehrfach getroffen werden kann, das wollte ich damit sagen. Na, halte ich fest, Kirby, so ein bisschen, gell? Natürlich auch gucken, dass man hier nichts verpasst. Okay, alles klar, verstehe. Na komm. Wollte gerade sagen hier. Nicht, kein... Keine Heckmenge, was war das denn jetzt? Vor die Geschwindigkeit aufgebaut gerade irgendwie. Okay. Gut, den Anfang haben wir zumindest so wieder als mehr oder minder Tutorial gesehen, dass es hier Lava und Co. gibt. Hört ihr auf? Okay, man kann die blocken. Die Feuergegner. Na, wollte eigentlich von hinten angreifen, so rum. Geht nämlich auch. Na, Achtung. Okay. Ich denke mal, hier macht es sogar Sinn, immer mal wieder so oben links ins Eck zu gehen, wenn ich mir das gerade so angucke. Ja. Ah, okay, verstehe schon. Das Ganze ist wohl wie so bei Kartenspiel aufgebaut. Das erste war ein Herz. Dann haben wir hier jetzt natürlich die Schippe gehabt. Es wird uns wohl noch ein Kreuz und ein Karo begegnen. Na gut, entweder man besiegt sie, indem man sie direkt angreift, oder man macht die Blöcke unten drunter kaputt, ja. Ich frage mich halt immer noch, ob man halt bei der Lava die Instant drauf geht oder ob man halt... Ja, ob man halt mehrfach getroffen werden kann. So, mir kommt es jedes Mal so vor, als ob ich irgendwas verpasst hätte, gell? Ich hoffe zumindest mal nicht. Uiui, nicht zu tief in die Lava, es wird heiß, Kirby. Okay. Aber wir werden es ja dann spätestens merken, wenn... Oh, okay, hier. Alles klar, okay, verstehe. Wir müssen uns dann auch ein bisschen aufpassen auf die Lava. Aber sie, ja gut, bewegt sich relativ langsam wieder runter, okay. Also sollte die Linie aufhören, meine ich damit. Dann kann man ja trotzdem noch sicher sein. Oder Kirby klebt einfach an den, ja, so eine Ramse. Bitte nicht ramsen. Haben wir auch schon festgestellt, dass die eigentlich richtig fies sein können. Also jetzt speziell hier an, ja, wenn ich mal so nebenbei Kirbys, Ghost Trap erwähne, ja, wer es gesehen hat. Okay, es geht ein Weg nach links und ein Weg nach rechts. Aber welcher Weg ist richtig, welcher ist falsch? Wobei wir können ja, doch, wir können ja durch diese, wir können ja durch diese transparenten Blöcke ja wieder durch, gell? Na komm. Na, das war nicht so toll. Na. Ich würde es ja nicht wundern, wenn man bei sowas hier auch eine, ja, vielleicht irgendwo mal auch eine Schatztruhe übersehen können, gell? So, okay. Was ist das jetzt hier? Also ich meine, warum ist das so ein Zahnrad? Das frage ich mich gerade. Ja gut, dann denke ich mal, dass wir da irgendwie erstmal rüber müssen, um den Schalter zu aktivieren. Ah, okay, verstehe. Die Lava verwandelt sich in Sterne. So ist es gedacht. Da muss man halt so
gut, es geht wieder weggehen, wenn die Lava wieder anfängt. Okay, alles klar. Ui, und was ist hier rechts? Ah, okay. Alles klar. Habe ich nur gewundert, warum da Lava ist. Kirby? Okay, es ist One-Hit. Ich hab mich überhaupt nicht gesehen gerade. Ich war irgendwie in der Lava, in der Linie verschwunden. Okay, aber gut. Dann wissen wir zumindest, Lava ist One-Hit. Das macht das Ganze natürlich um einiges schwieriger. Aber man sollte natürlich trotzdem so spielen, dass man erst gar nicht in die Lava fällt. Auch wenn es nicht One-Hit wäre. Dann können wir zumindest nochmal gucken, was hier die Sache ist. Kurz wieder aufladen hier. Dass wir auch alle Sterne hier diesmal bekommen. So. Na, natürlich wieder nicht, gell? Ich bin da einfach zu schlecht für sowas. Für Linienzeichnen, gell? Ja gut, wir werden es ja spätestens nach dem Bonus-Level sehen. Ob es reicht oder nicht. So. Und das wieder. Also hier könnte man auch wieder gut Sterne sammeln, gell, wenn man es mal so anguckt. Na komm. Ist halt auch so ein leichtes Risiko, wenn man überdenkt, dass hier ja, dass man von der Lava gewonnen werden kann. Na, nicht hängen bleiben da oben. Uiui. Achso, da ist ein Stopper, okay. Na komm. Dann ist es natürlich auch verständlich, warum Kirby da nicht unbedingt jetzt gegen die Lava rollt. So, jetzt aber richtig hier. So, dann sehen wir zumindest mal, was hier drin ist, gell? Oh. Verstehe, Gegner besiegen. Blitzende Gegner vor allem, gell? Aber auch zu blitzen. Okay, das klappt. Alles klar, gut. Dann haben wir zumindest das hier. Immer wieder schön, wenn dann danach direkt wieder eine Tür ist zum Weitergehen. Weil man hat mir jetzt an der Schatztruhe. Ja, bisher schon. Gerade mal zwei Stück. Ist halt immer so eine Sache, wenn man halt bedenkt, man hat jetzt schon mehr als zwei, drei Abschnitte hinter sich und gerade mal zwei Schatztruhen, aber. Okay. Na, Sterne. Ui, okay, verstehe. Na. Ja, ich traue mich fast nicht, bin ich ganz ehrlich. Okay, es geht einmal, man könnte weiter nach oben gehen. Ja, da oben wäre sogar was, gell? Aber hier unten ist auch noch was versteckt. Was ist jetzt der richtige Weg? Hier ist eine Glocke, also kann das nicht der optionale Weg sein? Ich bin ein bisschen... Na gut, dann gucken wir mal, dass wir die Typen hier platt kriegen, gell? So. Aber ich frage mich gerade trotzdem, ob das jetzt optimal war. Ich denke mal schon, gell? Weil in der Glocke selbst kann ja kein... Oder? Die Glocke sieht aus, als würde da hinten dran ein Tor sein. Warte mal, Ich meine, ich habe hier noch eine Aufladung. Nö, das ist nur die Aufhängung, wo das dann hängt. Okay, alles klar. Na gut. Achtung, Kirby. Einfach mal festgeklebt. Also hier ist schon so eine Sache für sich mit der Lava, gell? Na, okay, jetzt habe ich keine Energie mehr. Komm, kleb dich mal fest, damit ich ein bisschen Zeit habe. So. Okay, hier könnte man wohl die Lava auch wieder in... Na gut. In Sterne verwandeln. Na, okay. Wobei, ich könnte mal gucken. Ja, okay, also da ist sogar eine... Eier, okay, gut versteckt, gell? Vor allem muss ich natürlich aufpassen, dass ich hier nicht von der Lava erwischt werde. So. Uiui, okay, verstehe. Hier wird es natürlich brenzlig, wortwörtlich. Aber gut, zumindest haben wir das jetzt auch geschafft. Oh, Bosskampf hier in der Lava. Okay. Achso, ich muss hier einfach nur ausweichen. Vor allem nur, gell? Na, nach links. So leichte Tetris-Aspekte, gell? Sowas kennt man ja auch schon so ein bisschen von Yoshi's Island, gell? Super Nintendo. Da oben ist übrigens auch noch was. Okay, verstehe.
Dann werden wir da wohl hochgehen. Na? Okay. Okay, warte mal, ich verstehe, ich habe gar nicht so viel Zeit. Nein! Nein! Weil oben sind Stacheln und ja. Oh, es ist gemein. Vor allem, ich hätte die Lava fallen sollen. Ich hätte die Lava fallen sollen. Mitten in die Lava springen, weil jetzt, ja. Na gut. Na komm rein da. Ein bisschen zielen hier, gell? Ah, toll. So. Achtung. Lava ist gemein. Na gut, dann müssen wir es halt gleich nochmal machen. Na. Kirby, du bist hier nicht gerade richtig. Ich denke, man kann ja eigentlich auch die Linien so nutzen, dass man halt auch gleich so dran kommt, ja. So. Dass man zumindest guckt, dass wir vielleicht erstmal noch die letzte Schatztruhe irgendwie bekommen, ja. So, alles klar. Hey, hey. Warum? Oh ne, okay. Ja, ja. Ich habe jetzt gerade gedacht, warum ist denn hier jetzt dieser Abschnitt nochmal, dass man wieder Kirby bewegen kann. Und dann habe ich gedacht, oben wäre es versteckt, aber gut. Wir sind natürlich jetzt ärgerlich wegen dieser einen Schatztruhe, gell? Aber gut. Es darf ja mal ruhig ein bisschen schwieriger werden, sage ich mal. Na komm, geh mal lieber zurück, Kirby. Wie schwer was ist, wenn man plötzlich hier, One-Hit draufgehen kann, gell? So, könnte man es nämlich auch machen, hier. Alles klar. Na, falsche Richtung, Kirby. Ach ja. So. Und weiter hier. Ich meine, die Gondelfahrt, die stört mich ja nicht. Ich muss ehrlich sagen, die finde ich eigentlich sogar relativ gemütlich. Weil man halt, ja, man hat halt, man sieht genau, wo Kirby lang geht. Man wird halt nur leicht hektisch. Wenn die Linie mal nicht stimmt, gell. So, ich frage mich jetzt trotzdem. Oh, warum ist es hier gerade so schnell? Oh. Okay. Ich frage mich halt jetzt nur, wo. Ah, okay, hier ist die letzte. Okay. Oh. Okay, aber verstehe. Wir müssen hier einfach nur alle Puzzleteile einsammeln. Und es geht eigentlich auch vom Einsammeln her. Die meisten sammelt ihr ja von alleine ein. Na gut, dann wissen wir zumindest, wo die eine letzte Schatztruhe ist. Ich finde es übrigens ganz gut, dass es hier sogar relativ schnell geht. Weil dann kommt es eigentlich nicht so, ja, so langweilig vor. So, die ersten zwei nimmt ihr ja von alleine. Und dann muss ich hier jetzt eine Linie bilden. Es war wieder zu tief. Okay, ich muss ein bisschen höher gehen. Gut, dass ich so viele Leben habe. Eieiei. Was? Nein. Alter. Gibt es hier jetzt auch wieder so eine Sicherheitshilfe für Anfänger oder was? Dass wenn man das jetzt hier nicht schafft, dass man das Ganze überspringen kann? Wer will denn sowas? Ich will hier meine Puzzleteile einsammeln. Meine Güte. Immer dieses typische bei der Hand genommen werden, gell? Das war, glaube ich, jetzt zu tief. Ja gut, ich muss die Linie ein bisschen höher machen. Ich mache die Linie irgendwie immer so, als würde ich gleich die Puzzleteile mit der Linie einsammeln wollen. Aber dabei muss ich die Linie höher machen, damit halt Kirby halt in der Gondel ein bisschen tiefer kommen kann. Also über die Puzzleteile sozusagen. Erinnert mich hier übrigens jetzt gerade so ein bisschen an hier Donkey Kong Country, wenn man mit der Dreisine fährt, gell? So, das klappt doch jetzt besser. Alles klar. Ui. Höher, Kirby. Ui. Okay, ungeschafft. Und was macht das Ding im Hintergrund? Das wird vermutlich jetzt der finale Kampf sein, gell? Na? Nein, 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 nein. Ja, okay, wir müssen sowieso nochmal rein. Okay, aber immerhin haben wir das mit den Puzzleteilen geschafft. Da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, wenn wir die nicht bekommen sollten.
Und dann gehen wir halt jetzt nochmal rein, um die, ja, um die einen Schatz zu kriegen. Die an sich ja nicht schwierig war, weil ich hätte mich ja auch, ja, sterben lassen können, gell? Oh, dann hat Kirby jetzt erst bekommen, okay, alles klar. Der Feuergegner, der eigentlich so ein, leicht aussieht wie so ein, ja, wie so ein Wump. Und unser Pilz, wo eigentlich mehr so ein Kabu ist, gell, in dem Sinne. So, einmal hier, haben wir den Gegner hier. Blutifer, okay, alles klar. Ja, erstmal gucken, wie sieht er von hinten aus? Schön stachlig. Schön feurig vor allem. Standard Kirby. Hey, hi, hi. So, und dann haben wir noch den Cosi. Okay, Cosi heißt der. Alles klar. Das sieht aber von vorne und hinten gleich aus. Alles klar. Könnte man auch als Gyoiden bezeichnen, wie bei Animal Crossing, gell? So, ja gut, dann müssen wir da halt jetzt nochmal rein. Mal zurück. Wir wissen ja, wo wir die verpasst haben. Und das ist ja dann auch der kleine Vorteil. Das war nach dem, ja, genau, das war nach dem, ja, ist nach dem Tetris-Part, wo wir nach oben müssen. Also zumindest so viel einsammeln, dass wir zumindest einen, ja, eine Aufladung bekommen. Aber die haben wir ja sowieso immer. Sollte ja kein Problem sein. Und zwischendurch sammelt man ja auch nebenbei noch Sterne ein, gell? So, alles klar. Das hat auch den Vorteil, wenn man ein klares Ziel hat, wo man dann jetzt nicht unbedingt jetzt noch Zeit damit verschwenden muss, hier jetzt noch Sternenkuh einzusammeln. Und wenn man dann auch das Ganze halt ohne Autoscrollen hat, dann kommt man natürlich nochmal schneller durch. Und dann merkt man auch immer wieder, wie kurz die Level eigentlich sind. Beim ersten Mal ist es natürlich immer so eine Sache für sich, gell? Achtung. So, einfach mal die Knie ignoriert und weiter geht's. Hui. So einfach kann es manchmal gehen, gell? Und weiter. Wenn man das speedrunnen würde, würde es ja garantiert auch interessant werden, also so Time-Trial-mäßig. Aber ja. Solange man hier jetzt einfach nur ein Standardziel hat, im Sinne von, na, Achtung, von Schatztruhe einsammeln, geht es ja eigentlich. So, ich kann hier oben nochmal just for fun gucken, ob ich das nochmal schaffe mit dem Einsammeln hier, gell? Na, natürlich wieder nicht. Ich bin echt zu dämlich, hier Linien zu machen, gell? Na gut, egal. Wir sind ja aus einem anderen Grund hier, gell? So, und hier weiter. Das haben wir ja zum Glück auch geschafft. Und dann müsste ja gleich dieser Tetris-Part kommen, gell? Na? Ja, ich glaube, das macht nicht so Sinn. Na, verdammt. Ich wollte eigentlich ja direkt hier hin. Und die obere linke Seite und ja, hab dabei gemerkt, dass Kirby ja dann auf der rechten Seite dann. Wobei ich könnte es ja eigentlich auch so machen, dass ich jetzt hier so die Linie mache. Und dann wird er auch nicht von der Lava getroffen. Ja, genau. Nee, du sollst nicht aufladen, du sollst hier. Oh, falsche Seite. Ja. Da wollte ich jetzt denselben Trick nochmal machen und dabei ist Kirby dann oben rum statt unten. So, aber das hier klappt gut. Da haben wir zumindest den ersten Abschnitt hier und schnapp. Wir können natürlich auch hier ein bisschen höher gehen. Und dann machen wir das so, dass ich hier. Ja, ich mache einfach das so wieder. Warum auch nicht, gell? So, alles klar. So einfach kann es gehen. Meine Güte. Manchmal stellt man sich aber auch an, gell? So, und hier muss ich halt jetzt gucken, dass ich mich hier nicht zerquetschen lasse. Was hier an sich nicht so schwierig ist, weil die Steine kommen ja relativ langsam runter. So, und spätestens wenn die Steine unten sind, hat man ja auch kein Problem mehr, dass man unten auf Versehen in die Lava fallen kann. Na komm. Ich liebe übrigens diese Bonusmusik. So leicht actionmäßig und dann trotzdem so fröhlich, gell? Und nach oben. Und wenn ich jetzt hier diese nicht gleich bekomme, dann lass mich einfach in die Lava fallen. So, beruhig dich. Alles klar, da haben wir es doch. Okay. So einfach kann es gehen. Und weiter. Hätte man auch gleich haben können, aber da habe ich es leicht verfehlt. Man könnte auch, glaube ich, unten in der Lava rumgeistern und warten, bis die dann runterfällt, die Schatztruhe. Das würde natürlich auch gehen.
Aber so weit habe ich natürlich wieder mal nicht gedacht. So, Achtung. Wie gesagt, lasse ich Sterne Sterne sein. Ist ja egal. Jetzt immer so eine Sache, dass er halt hier dann da so rüber geht, so komisch, ja. Aber es sollte ja trotzdem passen. So, Achtung. Ich vergesse jedes Mal, dass die Gondel ja tiefer ist als die Linie. Ja, gut, dass man so viele Leben hat, gell? Gut, dass man so viele Leben hat. Ist ja furchtbar mit mir. So, rein da. Jetzt war richtig hier. So, einmal ganz gemütlich. Wir haben uns ein bisschen konzentriert, dann geht das auch gut. Andere Richtung, Kirby. No. Auf was gucke ich eigentlich? Ich gucke die ganze Zeit, ich habe jetzt nur darüber nachgedacht, ob jetzt hier die Gondel oben gleich an den Stein stößt, um dass es kaputt geht. Und dann gucke ich nicht, dass da noch die Lava rechts war. Ah, ja, jetzt stelle ich mich wirklich dämlich an. Das ist halt immer so der Nachteil, wenn man versucht, sich zu beeilen. Und das sollte man eigentlich dann auf einem Let's Play nicht machen, weil sonst macht man es dreimal. So, und jetzt mal einfach ein bisschen konzentrieren, dann geht das auch gut. So, und diesmal hier durch die Lava und nicht über die Lava. So, alles klar. Der Vorteil ist ja, solange man halt noch eine Linie unter sich hat, hält er sich auf seiner Leine fest. Da muss man ja kein nichts zeichnen. Aber die drei Leben, die wären jetzt eigentlich noch da gewesen. Ja, bedenkt, da hat man mal wieder ein Level, wo dann wirklich 20 Minuten lang geht, weil es halt irgendwo eine gewisse Schwierigkeit hat. Da waren die Level davor natürlich wieder ein Witz. Oder wenn halt einzelne Level schwieriger sind als Bosse, könnte man natürlich auch sagen, ja. So, hier muss ich sowieso eine Linie machen, sonst fällt der Kirby runter. Und hier wieder, so, also hier hätte man es gleich sogar First Try schaffen können, gell. So, hui. Und geschafft. Und hier natürlich jetzt nochmal gucken, dass ich vielleicht doch noch das bekomme. Da muss ich nämlich nicht offscreen nochmal machen. So, einmal springen, Kirby. Na komm, alles klar. Passt doch. Natürlich dann praktisch, wenn man dann noch was hat, wo man dann auf einer gewissen Höhe ruhig bleiben kann, um dann halt im Moment die Linie zu zeichnen. Und dann haben wir auch das erreicht. Haben wir ja ziemlich noch die Möglichkeit, unser Tagebuch durchzulesen. Und vielleicht noch gucken, wenn es eine Figur ist. Musikinstrument sage ich schon, gell? Tagebuch. Ein Musikstück, so rum. So. Lieblingsessen. Hatten wir das schon? Irgendwie, irgendwo? Kirby isst doch einfach alles. Kirby liebt Äpfel, auch Kirschen, Hotdogs, Pizza, Eiscreme, Schoten, Trauben und Blubberlimonade. Ich dagegen, ich will eine... Rotes, orangenes, gelbes, grünes, blaues und violettes Parfait. Voll lecker. Also Regenbogen. Und links ist auch mit dem Kirby. Nom, 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 lecker Apfel. Okay. Aber gut, dann ja. Dann hoffe ich, euch hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne noch abonnieren, falls ihr mehr von Kirby und der Regenbogenpinsel sehen wollt. Oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.